Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life Blue Shift. Und wir sind, ja genau, Mr. Rosenberg, wir sind mit Herrn Rosenberg im Aufzug. In der Hoffnung, dass der uns wohin führt, wo wir uns einen Teleporter zusammenbasteln können. Nämlich steht gerade oben rechts mal diese rote Lampe. Ich mache das Licht an und aus, dass die blau wird. Das ist so ein kleines Ding, wenn man geladen hat, dass die nicht richtig der Zustand der Batterie der Taschenlampe nicht richtig geladen wird. Wir hoffen also, dass wir mit diesem Aufzug hin können, wo wir uns einen Teleporter bauen können und uns aus dem Black Mesa-Komplex raus teleportieren können, bevor uns hier das Militär umbringt. Weil wir vertrauen nicht darauf, dass dieser komische Mr. Freeman, eigentlich ein guter Freund von mir, dass der es schafft, uns hier alle zu retten. Von daher retten wir uns selbst. Vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. So, dann schauen wir mal, wo uns der Aufzug hinbringt. Also Mr. Rosenberg, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie diese Idee hatten? Nicht sonderlich gesprächig, der Mann. Nun gut. Am besten machen wir es so, ich gehe vor und Sie kommen hinterher, wenn ich sage, dass die Luft rein ist. Sieht schon mal gut aus. Aus dem Aufzug können wir schon mal raus. Ich gucke trotzdem noch mal ein Stückchen weiter. Ja, sieht gut aus. Alles klar. Hoffentlich stoßen wir nicht auf noch mehr Soldaten. Da wäre ich mir mal nicht so sicher. Hier sieht es schon mal gut aus. Warten Sie mal eben hier. Sollten Sie mal vorausgehen. Aber vergessen Sie mich bloß nicht. Ach, ohne Sie komme ich doch sowieso nicht weiter. Das wissen Sie doch. So, ich sammle eben schnell noch die. Hier ist niemand. Sie müssen mir die Tür, glaube ich, öffnen. Kann ich das selber? Nein. Können Sie mir die Tür öffnen? Gehen Sie vor, Kalun. Hoffentlich ist das alte Sicherheitssystem noch aktiv. Mit etwas Glück ist meine Fingerabdruck-ID noch gültig. Und in der Datei. Ah, das Glück ist uns endlich mal hold. Nicht vorrennen. Oh, Dr. Rosenberg, ich bin ja so froh, dass Sie es geschafft haben. Wir konnten ein paar der größeren Teile zusammenbauen, aber Sie müssen den Rest der Konstruktion überwachen. Ausgezeichnet, Walter. Beenden Sie die Ausrichtung der Energiezellenmatrix. Ich werde sehen, ob ich das System im Hauptraum aktivieren kann. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bleibe bei Ihnen und bewache Sie. Wir sind scheinbar nicht nur zu zweit. Es sieht so aus, als wäre die Anlage in besserem Zustand, als ich erwartet hatte. Unglücklicherweise kann diese ältere Technologie, so wie sie jetzt ist, keine Zielpunkte auf der Erde anpeilen. Wissen Sie, Mr. Kalun, Teleportation ist nicht so einfach wie G von A nach B. Wir haben eine merkwürdige Grenzwelt entdeckt, die irgendwie Teil des Prozesses war. Und daher konnten wir nie mit Sicherheit vorhersagen, wohin uns eine Teleportation zurück auf die Erde bringen wird. Einige der erfolgversprechenderen Forschungsversuche führen zu einem Gerät, das mit den eigenartigen Kristallstrukturen verbunden werden könnte, die wir in dieser Grenzwelt gefunden haben. Dieses Gerät könnte dann als Fokussierpunkt und Relais genutzt werden, um bei der Teleportation zu helfen. Naja, theoretisch zumindest. Kurz nachdem das Gerät installiert war, brach der Kontakt zur Forschungsgruppe ab. Wir haben später andere Methoden zur Steuerung der Felder entwickelt, aber die Ausrüstung in diesem Labor benutzt noch die alte Technologie. Und damit wir hier lebend rauskommen, muss jemand in die Grenzwelt reisen, um das Gerät zu aktivieren. Moment, mit jemand meinen Sie mich, oder? Ich fürchte, Sie sind der Einzige, der dafür in Frage kommt. Alle anderen werden gebraucht, um die Anlage zu steuern. Wir sollten Sie ziemlich nah an die Stelle bringen können, an der sich das Forschungsteam befand. Ich fürchte jedoch, dass dort höchstwahrscheinlich mit Außerirdischen zu rechnen ist. Wenn Sie das Gerät gefunden haben, schalten Sie es einfach ein und richten die Emitter aus, bis das Signal maximale Stärke erreicht hat. Sobald wir das Signal erhalten, öffnen wir den Teleporter wieder, damit Sie zurückkehren können. Sie müssen sich aber beeilen, da wir ihn nur kurze Zeit offen halten können. Alles klar. Ich starte jetzt die Ladesequenz des Teleporters. Halten Sie sich bereit, Mr. Kalun. Wenn das Feld geöffnet ist, wird es sehr schnell instabil. Simmons, können Sie mich hören? Alles bereit. Und die Teleportation ist wirklich sicher? Also
und nicht, dass dann meine Einzelteile an unterschiedliche Orte teleportiert werden. Damit wäre niemandem von uns geholfen. Das sieht mir sehr unheimlich aus. Ah, hier ist eine Fortschrittsanzeige, fällt mir gerade auf. Wir haben es fast geschafft. Ja, deswegen speichere ich auch. Jetzt müsste der Teleporter gleich aktivieren. Die Primäraggregate haben volle Leistung erreicht. Simmons, lösen Sie die Dämpfungsschleusen und öffnen Sie das Feld. Das Feld, es ist offen. Herr Loon, reinigen Sie den Porter. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das ist also diese Grenzwelt, von der eben alle reden. Immer die Abschnitte in Half-Life, in denen man in Xen war, ehrlich gesagt. Ah ja. Das ist als Treppe gedacht hier. Hier hoch, darauf. Und dann kann man hier hoch. Das hier hinführt. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel bald zu Ende ist, wenn es jetzt nicht so schnell nach Xen geht. Das hier könnte noch ein Problem werden. Okay, solange wir das Ding nicht berühren, sticht es uns auch nicht. So. So, dann schleichen wir uns hier mal durch. Ich halte mal die Schleichentaste gedrückt. Und weiter geht's. Sagen, wir gehen erstmal in die Dunkelheit. Und dann nochmal ins Licht. Aha, im Licht ist tatsächlich einfach nur Bonus. Da ist jemand in einem Anzug. Den würde ich jetzt gerne anziehen können, aber der passt mir scheinbar nicht. Tja, hätte ich wohl doch mal die Donuts gegessen, so wie mein Kollege am Schießstand. Ich bin zu dünn für diesen Anzug. Nun gut. Uns einmal schauen, dass
dort ist. Hier war nichts. Flüssigkeit. Okay, sie macht mir keinen Schaden. Das scheint eher wie Wasser. Was ist hier unten? Ist hier unten noch etwas? Blubberbläschen? Ich habe nicht umsonst gespeichert. Nein, hier unten ist tatsächlich nichts mehr. Dann laden wir eben nochmal. So, hier haben wir den Heilungspool. Gegangen. Okay. Das heißt, hier kommen wir nur wieder zurück. Und hier, ich nehme ja mal an, auch, aber ich will trotzdem wissen, wo es hier lang geht. Nein, hier ist einfach nichts. Ein totes Ende, wie der Englischsprachige sagen würde. Da gerade hinsetzen, so. Können keinen Long Jump, nur zur Info. Ich habe es gerade eben ausprobiert. Das heißt, wir müssen jetzt hier uns durchspringen, vorwärts bewegen. Und ich speichere nach jedem erfolgreichen Sprung einmal ab. Das ist das, was am wenigsten nach oben geht. Nein. Und das ist der Grund, warum ich speichere. So. Schauen wir mal, kann ich den erreichen? Ja. Hier fliegen Vögel herum. Ich habe darauf gewartet, dass Gegner kommen, ehrlich gesagt. Schon interessant, dass es hier endlos nach unten geht. So. Die haben die Eigenschaft, dass deren Verstärkung immer genau dann kommt, wenn man nachlädt. Dann wollen wir doch mal.
ein weiteres Sprungrätsel und zwischendrin nochmal ein Heilungspool. Hüpf, hüpf, hüpf. Und in dem Heilungspool können wir gut stehen bleiben. Wir heilen jetzt nämlich schneller, als die uns Schaden machen können. So, dann schauen wir nochmal hier. Okay. Ich möchte trotzdem wissen, was hier ist. Da kannst du nichts gegen machen. Ich hüpfe jetzt einfach hier hoch. Und laufe über dieses Ding rüber. So. Aha. So klar, dass es hier weitergeht und nicht da hinten. So, müssen einmal hier entlang schwimmen. Nach oben, wir brauchen jetzt wieder Luft. So. Dreist, der uns einfach anspuckt. Au! Da habe ich nicht aufgepasst. Okay, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier hineinfallen. Okay, hier sammelt sich das ganze Wasser. Und da ist ein Sprungpad, das uns irgendwo anders hinbringen könnte. Erstmal hier im Wasser, da ist nichts. Schon mal gut. Schauen wir mal, wie wir hier hin müssen. Jawohl. Und dann gibt es gleich noch eine Heilung. Ist zwar Strömung ohne Ende, aber ich stehe wie ein Fels in der Brandung. Obey gravity, it's the law. Rein. Das heißt, ich kann nicht wieder zu dem Heilungspool zurück. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja nicht viel Leben verloren. So. Einmal auf die andere Seite. Können wir vielleicht mal speichern. So. Eindeutig aus. Es geht hier hin. Und hier weiter. Okay, das sieht mir danach aus, als wenn das hier das ist, wo wir hin müssten. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Erstmal erkunden wir ein bisschen die Gegend. Die Heilung muss ich mal liegen, eventuell brauche ich die noch. Ich wollte es eigentlich liegen lassen. Ich gehe davon aus, dass in dem Moment, wo ich hier das Ding aktiviere, in dem Moment spawnen immer wieder Gegner, bis die Sequenz zu Ende ist. Und deswegen speichere ich jetzt nochmal und schalte an. Das hier geht wahrscheinlich aus, wenn es fertig ist.
also einmal beides ins Rote bringen, nehme ich an. So. Einmal und das andere. So ist es doch. Irgendwie gibt das Ding selbst gerade Sachen irgendwo ein. Die Emitter sind also jetzt richtig angeordnet. Wo ist er? Ach, das ist das. Das Geräusch ist die rot blinkende Lampe. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt per Funk das Signal geben können. Zum Glück sind wir da nicht hingelaufen. Ja, wir haben ein Problem. Wir können das Signal gerade nicht geben, weil das Funkgerät zerstört wurde. Der hat hier alles klein gehauen und wir können jetzt das Signal nicht mehr geben. Das ist nicht gut. Jetzt müssen wir also gucken, wo wir alternativ langlaufen können, um das Signal zu geben. Ich kann auch hier nichts mehr machen, nein. Eventuell können wir nach oben, dahin, wo die Decke runtergestürzt ist. Ja, das sieht auch wirklich so aus, als wenn das hier so eine Treppe ist, eine kleine. Heilungspool. Heilungspool ist gut. So. Und wieder zurück zum Heilungspool. Ganz ehrlich, wir haben ihn schließlich. Können wir auch die 2 Punkte nochmal heilen. So. Von daher brauchen wir auch keine Heilung mehr. Okay. Und 8 Schuss und die sind weg. Jetzt hören wir irgendwelche Krähen oder so. Der wäre drauf gegangen. Hier ist noch Ausrüstung. Ich gehe davon aus, dieser Sprung ist dafür da, um dahin zu kommen. Wenn er denn funktioniert. Wow, das ist hoch, das ist sehr hoch. Und ouch. Und daher schmerzhaft. Für das bisschen Ausrüstung und dann noch nicht mal die Möglichkeit zurückzuspringen. Nein. Sorry, das mache ich nicht. So. Hm.
Kleinviecher. Die sind eher nervig als gefährlich. So, hier kann ich runter. Die Energiereserven haben gerade ausgereicht, um das Feld für ihre Reise in die Grenzwelt zu öffnen. Wenn wir den Teleporter lange genug offen halten wollen, um einen sicheren Ausgangspunkt zu berechnen und genug Zeit zu haben, um alle durchzuschleusen, wird jemand in den unteren Level gehen müssen, um eine neue Energiezelle zu besorgen. Ein paar unserer Kollegen sind vor einer Weile runtergegangen, aber wir haben seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Ich befürchte das Schlimmste. Ich sage Ihnen das ja nur ungern, aber wenn nicht jemand nach unten geht, wird es keiner von uns lebend hier rausschaffen. Abgesehen davon, ich verstehe ja schon. Ausrüstung, um mit möglichen Gefahren fertig zu werden. Hier, ich bringe Sie zum Zugangslift, der zum Energiegenerator führt. Folgen Sie mir. Ich verstehe ja schon. Ihr kriegt das nicht hin. Energiegeneratoren, die früher diese Labore gespeist haben. Sie sollten das, was wir brauchen, dort unten finden. Sobald Sie eine neue Energiezelle gefunden haben, sollten Sie prüfen, ob sie geladen ist und sie dann über den Lastenaufzug nach oben schicken. Viel Glück! Dankeschön. Und ich würde sagen, bevor wir das tun, auch wenn die halbe Stunde noch nicht ganz voll ist, bevor wir das tun, verabschiede ich mich und wir schauen nächste Woche weiter. Denn das ist einfach ein guter Punkt, um aufzuhören. Von daher, wir sehen uns wie immer nächste Woche. Ciao, miau.